Willkommen zusammen zu einer neuen Folge vom LS17 auf der Map Südhämmern zusammen mit dem Randy, der uns hier kritisch dabei zuschaut, wie wir hier professionell... Ach, ich gar nicht. Und Werner. Hallo? Schmeiß die, also lass die mal so, die nehmen wir dann halt so mit, weil du müsstest die ja jetzt andersrum genau wieder auf den Punkt kriegen. Lass die lieber so, dann nehmen wir die halt so mit. Ich nehme die so mit und fahre jetzt direkt mal zur Zigarrenfabrik. Das dann könnte ich schon mal anfangen. Ja, ist richtig. Warum steht das hier still? Achso, Pellet, not free. Ja, wir haben gleich Mittag, deswegen. Genau. Die wird durchgemacht. Was? Das wird aber nicht bezahlt, oder? Jetzt nicht. Es wird alles bezahlt. Das ist gut. Wo ist denn unsere Zigarrenfabrik? Du fährst erstmal wieder zum Hof und fährst über die Brücke beim Hof drüber. Das hast du auf der anderen Seite müssen. Und dann beim Hafen. Kurz davor. Ah, beim Hafen, okay. Soll ich mal einen Blick auf unsere Kühe werfen, wie es denen eigentlich geht? Ja, mach das mal, gerne, denn da hat sich, glaube ich, schon länger keiner mehr drum gekümmert. Ei. Was denn? Naja, so in der Tat. Oh Mann. Was? Oh nein. ich hol mal, bist du mit dem Trecker vor Ort? Ich bin noch gar nicht vor Ort, aber du kannst auf alle Fälle mal ein Radar daran holen hier. Ich weiß nicht, ob ein Radar da, ich werde halt die Löschwalze wird halt aufgehen und schneller vor allen Dingen. Dann mach das mit der Löschwalze. Nee, ich würde dir die besorgen. Oh nein. Wie? Warum? Ja, du willst es mit dem Radlader machen. Ich mach's mit dem Radlader. Ja, jetzt haben wir extra einen Radlader gekauft. Ja, gut. Kann man auch mal verwenden. Wer hat den zuletzt gehabt und wo steht er? Ich bin gerade dabei, die ersten Paletten mit dem wegzufahren. Also, noch ein bisschen. Wir haben noch einen Teleskoplader. Ja, dann nimm doch den. Okay, dann nehme ich den. Der steht, glaube ich, sogar schon am Hof, oder? Ja, glaube ich auch. Ja. So. Das war frische Stroh, Randy. Das hat gerade dein Rücklicht damals, das so angeleuchtet, jetzt ist halt irgendwas Gutes. Weißt du, was ich gerade rausgefunden habe? Guck mal. Was denn? Warte, so. Auch da kann drin. Ja, habe ich auch nicht gewusst. Wahnsinn. Was denn? Der hat eine Rückfahrenrichtung, der Fendt. Oh, okay. Ich dachte, das gibt's nur bei den Standard-Dings beim Valtra, glaube ich, ne? Nee, nicht nur. Wie wir jetzt gerade rausgefunden haben. Alter, die Schaufel, wunderbar. Natürlich, alles schon vorbereitet, extra für diesen Einsatz hier. Müssen wir mal kurz die Anzeigen. Anzeigen möchtest du mich? Warum das denn? Ich möchte mir mal kurz die Anzeigen anschauen. Ach so. Todesanzeigen? Ja. Ist immer sehr interessant zu lesen. Ja? Ne, eigentlich nicht. Wenn da mal lustige Anzeigen drin sind, wenn sie zum Beispiel irgendwie in der Auskotze oder so, dann findest du das in den Medien, aber ansonsten ist das ja eigentlich immer das gleiche im Grün. Du siehst halt, die halt ein bisschen Geld haben, haben eine größere Anzeige und die es gerade so leisten können, haben halt viel 13. Eigentlich traurig, dass das so ist, aber so ist es halt. Der Randy, ne, der weiß über alles Bescheid. Warum? Das müsste eigentlich jeder wissen, meiner Meinung nach. Ich denke mir das immer an Friedhöfen, ne? Wenn ich zum Friedhof vorbeigehe und einfach mal einen Blick reinwerfe, da siehst du dann so ein kleines Holzkreuz, ne? Irgendwo stehen und dann siehst du so ein riesen Familiengrab mit Naturstein und Gold und mit frischen Blumen vor allem. Richtig, das auch. Einem riesen Haufen frischen Blumen, an frischen Blumen. Da denkst du dir, alter Schwede, da muss auch jemand angestellt werden, der einfach nur für dieses Grab da ist, ey. Gibt's ja in der Regel gibt's den Service meines Erachtens, ne? Aber ich weiß ja, wo meine Uroma vor, wie lange ist das jetzt schon her? 2 Jahre, 3 Jahre, wo die gestorben ist? Vor 2 Jahren, oder? Ich kann das nicht beantworten. Nee, ich weiß, ich glaube, es war vor 2 Jahren, es könnte auch vor 3 Jahren gewesen sein. Irgendwie sowas in der Richtung, das Zeitgefühl geht halt hier extrem flöten. Das war ja dann. Wow. Das Zeitgefühl geht im Internet extrem blöd. Ach so, im Internet? Also, ich habe gedacht, im Osten. Ach Gott. Nein. Im Internet einfach. Wenn ich überlege, zum Beispiel jetzt mal kurz davon jetzt weggeschweift, South Park 2, was jetzt rausgekommen ist, ne? Ja. Da gab es ja vorher einen Vorgänger, ne? Der Stab der Wahrheit. Da habe ich mir gedacht, na gut, kam ja Ende 2015 raus. Ne? Ist ja cool, dass das so schnell. Jetzt habe ich mal geguckt, das kam Anfang 2014 raus. Das ist auch schon wieder 3 Jahre her. Alter Schwede. Ne? Wollt ihr mal was sehen? Jetzt kommt's.
Was denn? Mal, ja. Augen auf jeden Fall. Ich bin Magier. Also nur im Nebengewerbe, aber ich bin Magier. Wo bist du denn gerade? Ja, kommt einfach mal die Dings durch. Ja. Hokus Pokus. Hä? Oh, der Ansgar hat kaputt gemacht. Muss ich mir das Elend, warte. Er wollte hier eigentlich einen Picknicktisch aufbauen. Aber dann sind meine magischen Kräfte dazwischen gegangen und dann ist das Ganze hier in die Luft gegangen. Oder du bist einfach gefahren wie der letzte Henker. Nee, das ist also, das ich würde aufs Zweite tippen. Also ich würde aufs Erste. Ja, okay. Meine magischen Hände lassen das nach wie vor schweben. Aber wenn ihr weg seid, lasse ich das auch wieder fallen. Das ist gut. Kannst du nicht so lange halten? Nee, einfach bringt ja nichts. Dann bin ich auch fertig mit Frühstück. Ach so, ja. So, hier hat schon wieder jemand rumgedreht bei den Förderbändern. Nee. Ah, nee. Schafft ihr das jetzt mal? Behaftet, weil Magier, oder? Behaftet, weil Magier. Herr okay. Bürger. Ach, nee. Immer wieder für einen Überraschungsgag gut. Also schauen wir mal wieder. Das war jetzt mehr Zufall, dass die Karre dort stand und nicht so weit weg sind, sonst hätte ich jetzt keine Lust. Ja, warte. Ist das denn? Ja. Oh, au. Aua. Ich sag dir, du musst. Also erstmal musst du vorne noch ein bisschen ankippen, so nach vorne. Also erstmal muss ich, glaube ich, die Position ein bisschen wechseln. Erstmal musst du die Position wechseln, ist richtig. Wie ein Bus. Scheiße. Leute, habt ihr nichts zu tun, oder was eigentlich hier? Warte, ja, okay, weiter. Achso, Entschuldigung. Ach komm, ja. Das wollte ich nicht. Die Polizei hat geklärt. Ja gut, ich glaube, wir müssen die Position nochmal ändern. Was, geht das nicht einfach hier oben ein bisschen drauf? Was? Das war jetzt aber hart. Das war jetzt eine harte Strafe. Das war jetzt aber hart. Das war die wirkliche Polizeiverhaftung hier gerade. Der Randy, damit ne? Damit hat jetzt wirklich keine... Das wollte ich war nicht der Randy. Was dann? Was tut das? Ja, die auch nicht. Ich glaube, das war G-Portal hier. Die haben kurz ich glaube, das ist gar kein G-Portal mehr. Glaube ich auch. So, dann habt ihr jetzt ein fettes Standbild gleich. Was habt ihr davon? Das ist es mir wert. Ja? Ja. Das ist gut. Oh, nee, doch. Ja, nee, du musst wirklich mit dem Arsch rum. Mal gucken, wenn, ob der Werner jetzt wieder vorbeikommt und das Ding jetzt wieder wegschiebt. Ich hab schon gedacht, ich hab kein Internet mehr jetzt, ne? Oh, nee. Kurze Schocksekunde, deswegen war dir auch nicht zu lachen zumute, ne? Das ist richtig. Ja. Ich war tief erschüttert, ja. Dass ich am Montag keine Folge hochladen kann. Ja. Wäre ich auch tief erschüttert gewesen. Oh. Nee? Ach komm, ich krieg das hin. Naja, weiter runter. So, ich zeige euch das Admin-Passwort, weiter, ne? Was habt ihr jetzt davon? Weiter. Ja, stopp! Mit Gefühl. Nein, stopp! Nein, halt, stopp! So, Polizist ist wieder da. Wo ist der Übeltäter? Ich nehme ihn fest. Sagen wir mal so, fahren Sie weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Er hat jetzt, soll man so schön sagen. Er macht es jetzt einfach auf andere Art und Weise. Er hat die Geduld verloren, so könnte man sagen. Wo muss ich denn jetzt hin? Ja, immer noch zur Zigarrenfabrik. Also sprich geradeaus. Links. Ja? Jetzt links. Ah, ich kann leider nicht nach links lenken. Ist das Glanz? Was wir hier drauf haben, ja, Clay? Glanz-Mod. Wie schalte ich den um, dass nicht so viel angezeigt wird? Ich habe keine Ahnung. War das Steuerung und Pfeiltasten, glaube ich? Ne. Dann weiß ich nicht. Oh. Der magische Tisch. ich schieb dir mal in die Richtung. Ne? Ja, ich kann ihn auch in eine Richtung schieben. Nein, nicht. Oh. Warte, ich hab das. Ja, nee, hier. Hier ist falsch, ne? Naja. Diese unglaublich böse Bemerkung, ja, hier ist falsch, ne? Ach Quatsch. Willst du mal was kaum zu übertreffen? Willst du mal was Nützliches machen mit dem Radar und das Polizeiauto versenken?
Oh, ich fliege gleich wieder vom Server, ich sehe das schon. Minimal. Ah, wie schalte ich denn diese Glanzkacke drin? Damit? 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 Aufnahme hat begonnen. Ach nee, jetzt hab ich. Oh, scheiße. Bist du gerade im Livestream? Hallo? Nein, Shadowplay. Wie ging das jetzt bei Shadowplay nochmal? Oh Mann. Oh, ich krieg ja die Shadowplays gar nicht. Heute wird doppelt aufgenommen. Ja, so. Einmal für YouTube, einmal für. Wie heißt das andere? Vidme. Vidme heißt With das. Vidme, ja. Hallo. Ach, das ist wieder ganz aus dem Gespräch raus, ne? Ach, hier, meine Größe. Aufzeichnen, abbrechen. Enden und speichern. Ja. Ah. Aber jetzt hab ich die Kontrolle über mein Spiel verloren. Auch nicht verkehrt. Wow, wow. Ich hab grad den Randy gemacht. Was hast du gemacht? Nix. Alles gut. Ja, immer, immer feste drauf. Auch geiler Satz. Ich habe die Kontrolle über meine Spiele verloren. Hab ich auch. Oh, jetzt geht auch nicht mehr. Randy, vergiss nicht, solange die Aufnahme läuft, ist alles okay. Boah, das ist echt anstrengend, auch glaube ich, zuzuschauen, was ich hier gerade mache. Aber ich sehe keine andere Lösung. Ich gebe dir. Warte, ich sperre die Straße ab. Ah, ich. Jetzt. Hast du es? Ja. Hallo. Der Randy wollte schon gehen, hat er gesagt. So, du bleibst jetzt hier stehen. Ich habe den Verkehr abgesperrt für dich. Ja, das ist ja nett. Siehst du? Nee, warte, den lassen wir noch vorbei. Ich sperre weiter vorne ab, okay? Okay. So. Dann warte ich mal. Fahr vorbei, Jung. So. Sie können. Kann ich jetzt fahren, okay. Sie können. Wie stellst du dieses... Ach, okay, hier rechts muss ich rein. Ja. So, passt auf. Tö! Unsere ersten Zigarren werden jetzt gefertigt. Komm, Werner, das gucken wir uns mal an, was da jetzt genau ein bisschen Zeit vorspulen? Passiert. Ach komm, nur ein bisschen. Ja, nur ein bisschen. Ja, mach ruhig. Wir wollen ja die Zigarren einmal sehen hier. Wir wollen ja einmal mal testen hier. Hol schon mal zwei Steine zum Feuer machen. Das ist übrigens keine Werbung fürs Rauchen hier. Nein. Da gucken auch Jüngere zu. Also Rauchen kann tödlich sein und so weiter. Ja. Bin immer wieder schockiert, wenn ich bei uns im Supermarkt bin, dann ist das auf Augenhöhe, werden ja diese Zigarettenpackungen da präsentiert. Und jedes Mal, wenn ich dran vorbeigehe, entdecke ich ein neues. Und da in der Kassenschlange stehe, entdecke ich ein neues Symbol, was auf diesen Zigarrenpackungen ist oder Zigarettenpackungen. Und die sind so eklig, also die werden auch immer ekliger irgendwie. Aber es ist natürlich so, dass die Leute kennen, die diese verschiedenen Päckchen sammeln, ne? Mit den verschiedenen Sprüchen, mit der verschiedenen drauf. Ja, gibt's wirklich Leute, die das sammeln, ach, sowas. Ach Quatsch, echt? Nee, ohne Witz, ja. Ach, kann ich mir nicht vorstellen. So, wollen wir jetzt spulen oder nicht? Hab ich schon. Ach so, aber wir müssen halt hier. Kannst du mal mit der Schaufel hier rankommen? Können wir was in die Schaufel reinfüllen? Wir haben ja keine Schaufel, wir haben nur eine Palettengabel. Ah ja, oh shit. Ja, dann ist schwierig. Irgendwas ist gerade kaputt gegangen. Haben wir jetzt einfach nicht. Warte mal. Irgendwas ist gerade kaputt gegangen. Die Förderbänder arbeiten nicht mehr. Dann haben wir einfach nicht genügend Holz jetzt hier reingepackt. Ja, das war nur eine einlagige Palette, ne? Also. Ja. Ah ja, jetzt hier langsam. Sie war zweilagig. Was ist eigentlich jetzt mit Randy? Ist er noch da? Ich bin noch da. Ich komme aber nicht nochmal. Hä, warum nicht? Oh, schade. Ja, die Kontrolle über das Spiel verloren und dabei hat leider auch OBS hat dann sich so gesagt, ne Moment, wenn du die Kontrolle über das Spiel verloren hast, verliere ich kurz die Kontrolle über die Aufnahme und dann lohnt sich das leider nicht mehr. Ach, schade. Egal. Kann passieren, sollte nicht passieren. Jetzt Shadowplay. Wir sind aber auch schon fast am Ende. Wir können halt mal ein bisschen kürzer machen, ist okay. Ja, 20 Sekunden, ja. 10 Sekunden. 10 Sekunden. In diesem Sinne, vielen Dank euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da bei Werner, bei Randy und bei mir. Und ich hoffe, ihr seid auch morgen am Dienstag wieder mit dabei. Bis dahin sage ich tschüss und danke euch fürs Zuschauen. Tschö.